10 Die US-Verfassung basiert auf freimaurerischen Schriften. Die Verfassung der Vereinigten Staaten hat viele Verbindungen zu den Schriften des britischen Freimaurers James Anderson in seinem 1723 erschienenen Buch Die Verfassungen der Freimaurer, das 11 Jahre später, 1734, von Benjamin Franklin, selbst Freimaurer, herausgegeben und nachgedruckt wurde. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass dies das erste freimaurerische Buch war, das in den Vereinigten Staaten gedruckt wurde, und sein Einfluss auf viele bemerkenswerte Amerikaner dieser Zeit ist scheinbar tiefgründig. In Bezug auf die US-Verfassung, die im März 1789 in Kraft trat, scheinen einige Teile vollständig aus dem Freimaurertext entfernt worden zu sein, insbesondere diejenigen, die die Redefreiheit, das Recht auf Staatsbürgerschaft und jeden Mann betreffen. Angesichts der Behauptungen von Manly P. Hall, die wir oben erwähnt haben, ist es vielleicht leicht zu verstehen, warum einige die Verbindungen herstellen, wenn ein Ideal, das in privaten Logen in Europa angewendet wurde, jetzt scheinbar in einem viel größeren Maßstab in einem anderen verwendet wird. Das ganze Land. 9 Satanisches Layout von Washington D.C. Das Layout der amerikanischen Hauptstadt ist sicherlich faszinierend, nicht nur wegen der präzisen Maße, Symmetrie und Winkel, die bei der Planung der Straßen eine Rolle spielen. Gemäß einigen bildet das gesamte Layout der Stadt freimaurerische Symbole, insbesondere das Goathead Pentagram, das mehr mit satanischen Kulten assoziiert wird. 2. Nach Ansicht derer, die sich dieser Behauptung anschließen, ist das Weiße Haus der südlichste Punkt des Pentagramms. Die oberen drei Punkte sind von Dupont, Logan und Scott Circles markiert. Die am weitesten links und rechts gelegenen Punkte sind durch den Washington Circle und den Mount Washington gekennzeichnet. Vernon Square. Ob dieses Design beabsichtigt ist oder nicht, ist sehr offen für Debatten. Ob Satanismus etwas ist, das von den Freimaurern in ihren Mauern praktiziert wird oder nicht, eine Anklage, die oft gegen Freimaurerlogen erhoben wird. 8 Ist das Capitol Building ein Wiederaufbau von Salomons Tempel? Abgesehen von dem scheinbaren freimaurerischen Einfluss des Gesamtplans von Washington D.C., wird behauptet, dass das Kapitolgebäude nicht nur selbst mit Symbolismus überschwemmt ist, sondern auch ein Wiederaufbau von Salomons Tempel, einer amerikanischen, freimaurerischen Version davon. Im Inneren des Gebäudes unter der Kuppel befindet sich ein detailliertes Gemälde von George Washington, in dem er als Gottheit beschrieben wird, beschrieben als der amerikanische Christus. Interessanterweise wurde Jesu eigene Göttlichkeit oft auf die gleiche Weise dargestellt. Der Grundstein für das Kapitolbild wurde auch erst gelegt, nachdem ein vollständiges Freimaurerritual abgehalten worden war, unter dem Vorsitz von Präsident George Washington. Die Umgebung des Kapitolgebäudes ist auffallend ähnlich zu anderen, von solchen Theoretikern, Freimaurerorte. Am bemerkenswertesten sind vielleicht die ähnlichen Grundrisse des Washingtoner Obelisken vor der Kuppel des Kapitols und der Obelisk auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt. 7 Das Gold von Albert Pike und die Ritter des Goldenen Kreises. Eine umstrittene Figur in der US-Geschichte, vielleicht noch mehr im aktuellen politischen Klima von 2017, ist Albert Pike, der während des Bürgerkrieges als General für die Konföderierte Armee diente. Er war auch ein bekannter, sogar verehrter Freimaurer und eine Person von großem Einfluss in solchen Kreisen. Zu der Zeit war Pike der Leiter des schottischen Ritus in der südlichen Gerichtsbarkeit. Pike hat auch unbewiesene Verbindungen zu den Rittern des Goldenen Kreises, einer Gruppe, die dem Ku Klux Klan, dem Pike auch vorgeworfen wurde, mitzuhelfen, Vorreiter war und der Konföderation während des internen Konflikts helfen würde. Einige Beschuldigungen behaupten sogar, dass Pike ein zügelloser Satanist sei, was angesichts der freimaurerischen Verbindungen und des offensichtlichen satanischen Plans von Washington D.C. vielleicht keine so große Vorstellungskraft ist, wenn man sich den Theorien der Geheimgesellschaften annimmt. Eine weitere interessante Kontroverse über Albert Pike ist eine offensichtliche Horde von Gold, die seit dem Ende des Bürgerkrieges verschüttet wurde. Obwohl dieses Gold nie wieder gewonnen wurde, soweit man weiß, wird es am Ende des Krieges versteckt, vielleicht für den Fall,
dass die konföderierte Armee wieder auferstehen könnte. 6. Die Freimaurerzeremonie des Eckpfeilers des Weißen Hauses, sowie der Grundstein des Kapitols dem Freimaurerritual unterworfen war, so war dies auch der Grundstein des Weißen Hauses. George Washington würde auch dieses Ritual sowie das gesamte Design und Layout des Weißen Hauses beaufsichtigen, obwohl er niemals selbst darin leben würde. Viele der Erbauer des Weißen Hauses hatten auch starke Freimaurerverbindungen. Interessanterweise wird behauptet, dass der Aufenthaltsort des ursprünglichen Eckpfeilers unbekannt ist. Die Geschichte erzählt, dass nach dem Abschluss der Zeremonie die Beteiligten die Gelegenheit nutzten, um einen Drink zum Start des neuen Bills zu bringen. Es scheint, dass sie ziemlich viele erhoben haben, denn am nächsten Morgen waren ihre kollektiven Erinnerungen so verschwommen, dass niemand sich an den tatsächlichen Standort des wertvollen Eckpfeilers erinnern konnte. Während der Präsidentschaft von Harry Truman in den späten 1940er Jahren, während das Weiße Haus renoviert wurde, man bemühte sich, den fehlenden Stein ausfindig zu machen, obwohl diese Durchsuchungen nach bestem Wissen alle erfolglos waren. 5. Die Einweihung und der Eid des Präsidenten. Während der Amtseinführung jedes US-Präsidenten werden sie den Eid auf eine Bibel ablegen. Die Gründe dafür liegen vor allem bei George Washington, der bei der Vorbereitung des Eides erklärte, dass er dafür eine Bibel haben müsse, die seinem freimaurerischen Glauben und seinen Ritualen entspricht. Die Geschichte besagt, dass jemand wurde in die St. John's Freimaurerloge Nummer 1 in New York geschickt, um sich dort die Bibel zu leihen, damit George Washington den Eid leisten konnte, und dies wurde seitdem mit mehreren Präsidenten wiederholt, einschließlich George Bush und Bill Clinton. Gerüchten zufolge hatte er sogar die gleiche Bibel wie George Washington benutzt. Unnötig zu sagen, dass Bush und Clinton Verbindungen zu verschiedenen Geheimgesellschaften haben. Vielleicht nicht überraschend, zumindest für einige, waren insgesamt 14 US-Präsidenten in der Geschichte als Freimaurer bekannt. Zuletzt Gerald Ford. 4. Viele Gründerväter waren Freimaurer. Während 14 US-amerikanische Präsidenten, von denen bekannt ist, dass sie Freimaurer sind, ungefähr ein Drittel aller Präsidenten in der US-Geschichte ausmachen, würde der Anteil der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, die Freimaurer waren, ähnlich hoch sein. Zum Beispiel von den 39 Männern, die ihre Unterschrift unterzeichneten Name der Verfassung der Vereinigten Staaten, 13 waren bekannte Freimaurer. Einige Jahre zuvor hatten insgesamt 56 Männer die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, darunter 9 Freimaurer, darunter so angesehene US-amerikanische Historiker wie John Hancock und Benjamin Franklin. Vor allem Franklin gilt in Amerika als eine immens wichtige Persönlichkeit seit, und obwohl er nicht als Präsident diente, war sein Einfluss auf die Vereinigten Staaten als Ganzes genauso groß. Er galt als der Top-Wissenschaftler in Amerika und als Zwischenstufe für Politiker. Er ist auch die einzige Person, die seinen Namen in die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und den Vertrag von Paris eingetragen hat. 3. Verbindungen zum alten Ägypten. Es gibt viele scheinbare Verbindungen zum alten Ägypten in der amerikanischen Gesellschaft. Einige werden Ihnen sagen, dass dies keine Überraschung sein sollte, angesichts dessen, was Sie für direkte Verbindungen zu esoterischen Kenntnissen der Freimaurer halten, die über Generationen und über das Land selbst weitergegeben wurden und bis zu den Geheimbündenschulen zurückreichen. Des alten Ägyptens. Wir erwähnten den Obelisk in Washington früher in dieser Liste, der natürlich mit den vielen Obelisken des alten Ägypten verbunden ist. Das allsehende Auge auf einer Pyramide ist auf jeder Dollarnote zu finden, angeblich ein Schlüsselsymbol der Freimaurer, und wiederum der Illuminaten, geht zurück bis in die altägyptische Kultur und die des Auge von Ra sehen. Viele der architektonischen Merkmale von Washington D.C., insbesondere die Säulen, sind inspiriert von der griechischen Architektur, die selbst von der alten ägyptischen Gesellschaft beeinflusst wurde. Wie echt diese Verbindungen sind, ist offen für Diskussionen. Einige behaupten, sie seien im 19. Jahrhundert etwas verschönert worden, als eine öffentliche Meinung gegen Freimaurerlogen zu rückläufigen Zahlen in ihren Reihen führte. Um die Freimaurer ansprechender zu machen, wurde eine solche Mystik verwendet, um die Zahlen zu stärken, ebenso wie das Profil der Freimaurer. Es gibt wohl eine gewisse Wahrheit für jede dieser Positionen.
2 die Freimaurertumstag-Theorie. Vielleicht ist eine der kontroversesten und bizarrsten Theorien, die aus der Gründung der Vereinigten Staaten hervorgehen, die Freimaurer-Doomsday-Theorie, und diese Theorie haben selbst die eifrigsten Verschwörungstheoretiker nur schwer zu schlucken. Abgesehen davon ist es eine interessante Betrachtung historischer Ereignisse, und es lohnt sich, sie hier zu erwähnen, wenn auch nur im Format Reader's Digest. In ihrer absolut grundlegendsten Form bietet die Theorie an, dass die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1776 einen Zyklus von 13 Jahren begann, der, wenn er mit den Dimensionen der großen Pyramide und der Längengrade der Erde übereinstimmt, entspricht Schlüsselereignisse in der Geschichte. Oh, und es wird bis zum Jahr 2022 gezählt, wenn etwas passieren wird, sei es das Ende der Tage oder der Beginn eines neuen Zeitalters. Zu sagen, dass das Verständnis dieser Theorie schwierig ist, wäre mehr als eine Untertreibung, aber vielleicht ist es das auch der Punkt, ob man Wissen wirklich verstecken oder Leute genug bamblele, um die Wolle über ihre kollektiven Augen zu ziehen. Einst die ruhige Bedeutung von Sir Francis Bacon. Laut Thomas Jefferson war Sir Francis Bacon einer der drei einflussreichsten Menschen auf dem Planeten. Ein bekannter Freimaurer und Mitglied verschiedener Geheimgesellschaften. Bacon wird von einigen Forschern als der wahre Gründervater Amerikas angesehen. Bacon war ein eifriger Forscher des esoterischen Wissens, und es war seine Vision, ein neues Atlantis und Utopia in Amerika zu schaffen. Obwohl Bacon in der britischen Politik prominent war, schickte er seinen Sohn nach Amerika, um seine Augen und Ohren im neuen Land zu sein. Es wird behauptet, dass es die Lehren von Bacon waren, die dazu führten, dass seine Vision durch die Handlungen der Gründerväter verwirklicht wurde.